Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Rubrik frei nach dem Motto, wenn du von nichts eine Ahnung hast und davon eine ganze Menge, dann werd doch nicht noch Politiker. Es wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ist ja mal wieder Sommerpause und die Politiker wissen alle nicht so richtig, was sie mit uns anstellen sollen, und da haben sie mal wieder den Herrn Scheuer vorgekramt oder beziehungsweise er sich selbst, wie auch immer. Er ist ja gerade mit der Pkw-Maut hier in Deutschland gescheitert, weil er genau das getan hat, was die EU ja Deutschland untersagt hat, nämlich die deutschen Autofahrer zu bevorzugen und ihnen halt die Pkw-Maut über die Pkw-Steuer wieder zu erlassen. Und daran ist er jetzt gescheitert und deswegen kommt er mit etwas anderen an. Und ja, ich weiß nicht, ob der Herr Scheuer überhaupt einen Motorradführerschein hat oder nicht, oder überhaupt einen Führerschein, das weiß ich halt nicht. Jedenfalls geht es darum, dass er gerne möchte, dass alle Inhaber eines B-Klasse-Führerscheins, also das ist der Führerschein, womit man einen Pkw fahren darf, wenn sie älter sind wie 25 und mindestens 5 Jahre Fahrpraxis haben, dann sollen sie seiner Meinung nach auch Leichtmotorräder fahren dürfen, wofür man sonst den Führerschein der Klasse A1 benötigt. Und das Ganze soll man dann auch schon erreichen, indem man halt 6 Fahrstunden absolviert. Die können allerdings auch auf einem abgesperrten Gelände durchgeführt werden. Und dann noch sage und schreibe 90 Minuten Theorieunterricht. Das soll schon reichen. Eine Prüfung dafür muss man nicht ablegen. Also nur um das mal so zu sagen, ich weiß nicht, ob der Herr Scheuer halt überhaupt einen Motorradführerschein hat oder schon mal gefahren ist. Es gibt da einen gewissen Unterschied zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ja, es gibt auch Gleiches. Beispielsweise ist beides ein Fortbewegungsmittel mit Hilfe eines Motors. Ja, kann jetzt elektrisch oder mit einem Verbrenner sein. Das ist total egal. Es ist ein Fortbewegungsmittel. Und das haben beide halt gemeinsam. Ja, sie haben auch noch einen Sitzplatz für einen Fahrer und eventuell noch für einen Sozi. So nennt man das auf dem Motorrad. Also nicht, ne, politisch gesehen, sondern derjenige, der halt in der zweiten Reihe hinterm Fahrer sitzt. Und das sind aber auch schon die Gemeinsamkeiten, weil ansonsten hat ein Motorrad nur 2 Räder, die in einer Linie möglichst hintereinander sind. Und ein Auto hat halt 4 Räder. Ja, also vorn und hinten jeweils 2. Und ein Auto kann auch nicht so schnell im Stand umkippen und auch nicht während der Fahrt, klar kann es auch, aber dann nur mit Gewalteinwendung. Ein Motorrad reagiert ganz anders vom Fahren und nicht ohne Grund. Und ich rede da aus eigenen Erfahrungen, weil ich habe einen Motorradführerschein und bin auch Motorrad gefahren. Und nicht ohne Grund muss man für das Fahren eines Motorrades auch einen entsprechenden Führerschein haben. Und dieser Führerschein besteht alleine schon darin, dass wirklich ein Hauptaugenmerkmal oder ein Hauptkriterium darin besteht, dass man ein Fahrsicherheitstraining ablegt. Und das besteht halt aus Schrittgeschwindigkeit beispielsweise. Also Schrittgeschwindigkeit heißt halt mit Kupplung und Gas immer ein bisschen rumspielen, so ein bisschen Schwung geben, weil ein Motorrad behält die Balance, wenn es Schwung kriegt. Also wenn man halt so ein bisschen Gas gibt. Da reicht aber schon ein kleiner Gasstoß aus und dann trudelt das Ding so ein bisschen geradeaus weiter. Irgendwann kommt man dann ins Taumeln und muss mal wieder ein bisschen Gas geben. Und das ist halt dieses Spiel zwischen Kupplung und Gas. Das ist ein Aspekt oder ein Punkt. Der nächste Punkt ist Fahrsicherheitstraining. Ihr müsst eine Panikbremsung hinlegen können. Also eine Notbremsung aus Tempo 50, ohne euch auf die Schnauze zu legen. Und möglichst ohne die Räder zum Blockieren zu bringen, weil dann habt ihr eigentlich schon verloren. Besonders, wenn es das Vorderrad ist. Moderne Motorräder haben natürlich ABS, das ist ja ganz klar. Nur ob diese Motorräder, die der Herr Scheuer hier gerade anbietet, das haben, ist eine andere Sache. Der nächste Punkt ist,
ja, Ausweichhaken zu schlagen. Das heißt, wenn ihr in einer Notsituation seid und da ist ein Hindernis, wo ihr sonst auffahren würdet, wenn ihr nicht ausweichen würdet, dann müsst ihr halt lernen, da drum rumzukommen. Und das ist etwas anderes, ob ich das jetzt mit dem Motorrad mache oder ob ich ein Auto habe. Also das ist ein himmelweiter Unterschied. Und ganz ehrlich gesagt, ich kriege immer Zahnschmerzen, wenn ich sehe, wie Leute, die zwar einen Pkw-Führerschein haben, aber ansonsten von zwei Rädern, außer vielleicht vom Fahrrad, null Ahnung haben, sich irgendwie beim Sharing-Anbieter ein Motorroller leihen und damit durch die Stadt fahren. Diese Leute sind in meinen Augen unfähig, diesen Roller überhaupt in einer Paniksituation zu beherrschen. Alleine der Aspekt, wenn ich vom Fahrrad, also von einem normalen herkömmlichen Fahrrad, auf einen Motorroller bzw. auf ein Motorrad umsteige, da ist ein Punkt ganz gravierend, der halt ja, extrem wichtig ist, dass man ihn kennt und dass man auch dementsprechend reagieren kann. Und der Punkt ist nämlich der, dass die Bremsen am Motorrad anders sind oder vielmehr vertauscht sind im Gegensatz zum Fahrrad. Wobei, es gibt auch Fahrräder, bei denen ist es tatsächlich so, aber komme ich gleich noch zu. Und zwar ist es so, dass beim Motorrad wird rechts gebremst und links geschaltet. Ja, also bei einem Schaltfahrzeug. Wenn ihr einen Motorroller habt, der hat ja in der Regel ein Automatikgetriebe drin, dann habt ihr trotzdem rechts die Vorderradbremse und links die Hinterradbremse. Also gebremst wird am Motorrad bzw. Motorroller das Vorderrad mit der rechten Hand und das Hinterrad mit der linken Hand bzw. beim Motorrad mit Schaltgetriebe mit dem rechten Fuß. Also bremsen rechts, schalten links. Ist ja eigentlich beim Autofahren genauso und wahrscheinlich ist der Herr Scheuer deswegen darauf gekommen, weil man halt mit dem rechten Fuß normalerweise, wenn man Schaltwagen fährt, mit dem rechten Fuß bremst und mit dem linken Fuß kuppelt. Das ist aber auch schon die Gemeinsamkeit, die diese beiden Fahrzeuggattungen haben. Und das ist halt auch der Punkt, wo Radfahrer schon dran krepieren, wenn sie aufs Motorrad steigen. Also bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe den Motorradführerschein gemacht, bin Motorrad gefahren und habe durch dieses Sicherheitstraining, habe ich es drauf, dass die Vorderradbremse ist immer rechts. Die ist nicht mehr links bei mir. Beim Fahrrad ist sie aber links. Jetzt habe ich mir ein neues Fahrrad gekauft, vor, weiß ich, 15 Jahren oder sowas. Steig da drauf, fahr los und leg mich beinahe auf den Appel, weil da sind die Bremsen noch nicht ausgetauscht worden. Das war das Erste, was ich an dem Fahrrad gemacht habe, die Bremsen so auszutauschen, dass man auch als Motorradfahrer damit fahren kann. Also jeder, der mein Fahrrad klaut, sollte daran denken, die Bremsen sind falsch rum. Ja, also nicht, dass ihr euch da noch wehtut bei. Das ist der Punkt. Also Motorradfahren, wenn ihr richtig einen Motorradführerschein macht und man muss sich mal vorstellen, ihr habt jetzt keinen Führerschein und wollt jetzt Motorrad fahren und fangt erstmal mit dem Führerschein der Klasse A1 an, dann müsst ihr auch erstmal diesen Führerschein machen. Ihr müsst also in die Fahrschule gehen, die ganze Theorie pauken und ihr müsst dann Motorrad fahren lernen. Halt so, wie ich es euch gerade gesagt habe, mit dem Sicherheitstraining da drin. Schritttempo fahren, Notbremsung, Ausweichhaken und vor allem auch Slalom fahren, das kommt ja auch noch dazu. Ein gravierender Unterschied zwischen Fahrrad und Motorrad ist der, auf dem Fahrrad seid ihr das Gewicht, sorry für den Krach, und auf dem Motorrad ist das Motorrad das Gewicht. Weil so ein Motorrad wiegt mal so, ich sag mal, die leichten wiegen vielleicht 100 Kilo und die schweren, die können schon mal so 300, 400 Kilo wiegen. Also das heißt, dem Motorrad ist es scheißegal, wer da drauf sitzt, weil das Motorrad ist der Boss. Jetzt ist aber der Herr Scheuer der Meinung, ihr könnt einfach damit rumflitzen. Und da tut es mir halt schon, ja, wenn ich sehe, wie die Motorrollerfahrer teilweise mit Flipflops fahren, dann haben sie so eine Nussschale auf dem Kopf, die man dummerweise hier in Deutschland auch erlaubterweise fahren darf oder benutzen darf beim Motorrad- oder Motorrollerfahren. Da ist kein Kindschutz dran, kein Gesichtsschutz, gar nichts. Das ist kein Integralhelm oder Klappvisierhelm. Das ist einfach nur eine Nussschale, die hinten so ein bisschen runter geht. Das ist alles. Richtig Schutz ist es nicht. Jetzt sagen die einen, aber für den Straßenverkehr reicht es. Radfahrer müssen auch keine Helme tragen. Ich trage selbst beim Fahrradfahren Helm. Weil selbst wenn ihr aus dem Stand mit dem Fahrrad umkippt,
Dann braucht euch ja bloß mal eine anrempeln oder sowas. Ja, ihr landet unten auf dem Asphalt oder ihr landet auf dem Bordstein, auf der Bordsteinkante. Da hätte ich doch gerne noch einen Helm auf. Das könnte vielleicht noch ein bisschen was bringen. So, der andere Punkt ist halt auch der, diese Klasse A1 Motorräder haben ja eine Leistung von maximal 15 PS und schaffen teilweise über 100 Stundenkilometer. Jetzt fährt ein Neuling, der immer nur Auto gefahren ist, mit einmal Motorrad mit Tempo 100 auf der Landstraße. Wenn er Glück hat, macht er sich bei dem ersten Gegenverkehr oder bei der ersten Kurve so tierisch in die Hose, dass es bleiben lässt und sagt, ich gehe doch lieber zur Fahrschule und lerne erstmal richtig fahren. Wenn es aber jemand ist, der so, wie mein Vorspann gerade heißt, von nichts eine Ahnung hat und davon eine ganze Menge, der wird auf der nächsten Landstraße wahrscheinlich den Acker pflügen. Wollen wir nur hoffen, dass er nicht die Radieschen von unten beguckt. Ja, es gibt leider Gottes auch noch Stimmen, gerade auch im Radio habe ich es gehört. Da gibt es halt einen, ich weiß nicht, ehemaligen Politiker oder immer noch Politiker, zumindest war er hier mal Bürgermeister in Berlin. Und der hat es damit verglichen, dass er auch einen Riesenaufschrei kam, als hier das begleitete Fahren mit 16 eingeführt wurde. Ne, wo halt die jungen Leute mit 16 Führerschein machen konnten und dann halt in Begleitung ihrer Eltern oder einer Vertrauensperson halt mit dem Auto fahren durften. Und da ist der Unterschied. Die Leute mussten erst den Führerschein machen, haben also gelernt, mit dem Auto zu fahren. Und hier werden sie mit mal als freiwillig aufs Motorrad losgelassen. Ich denke nicht nur an die Leute, die das Motorrad selbst fahren und keine Ahnung davon haben, sondern ich denke auch an die anderen Verkehrsteilnehmer. Und wir sind immer froh, wenn die Statistiken sagen, die Unfallzahlen sind gesunken. Und wenn ich jetzt die ersten Kommentare darüber lese, dass Unfallmediziner, die Notärzte und Sanitäter Alarm schlagen und sagen, hallo, die Leute können nicht richtig damit umgehen und sollen mit mal mit Tempo 100 über die Landstraße oder Autobahn brettern, haben überhaupt keine Ahnung, das Ding zum Stehen zu bringen. Und selbst hier in der Stadt, ja, ihr müsst andauernd um die Kurve fahren, ihr müsst abbiegen, ihr müsst Autos ausweichen. Ihr habt es überhaupt nicht gelernt, mit dieser Maschine unterm Arsch umzugehen. Ja, also, wenn es nach mir geht, sollte das tunlichst vermieden werden. Dass diese Änderung, dieser Führerscheinbestimmung oder des Paragraphen, wie auch immer man das nennt, nicht zustande kommt. Weil das ist lebensgefährlich. Weil das ist nicht nur eine Gefahr für denjenigen selbst, sondern auch für Dritte. Und das ist halt ein Verhältnis, was nicht gegeben ist. Wie ich schon gesagt habe, es gibt einen Unterschied zwischen Fahrrad und Motorrad oder Motorroller und es gibt auch einen Unterschied zwischen Auto und Motorrad oder Motorroller. Und selbst zwischen Motorroller und Motorrad ist ein Unterschied. Weil das Gewicht ist ganz anders verlagert. Ihr habt auf dem Motorroller ein höheres Gewicht, oder vielmehr das Rollergewicht als solches ist sehr tief, aber ihr seid dann halt der nächste Schwerpunkt, der ganz weit oben drauf sitzt. Beim Motorrad habt ihr das Gewicht zwischen den Beinen. Und da reicht halt eine kleine Bewegung aus, um eine Riesenreaktion des Motorrads hervorzurufen. Und damit muss man umgehen können. Das heißt, auch wenn ich Seitenwind oder Gegenwind durch Gegenverkehr habe, damit müsst ihr erstmal lernen, umzugehen. Und das ist eine Geschichte, wo ich sage, Herr Scheuer, da haben Sie keine Ahnung von. Entschuldigung, wenn ich das mal so abrupt, so knallhart sage. Ich wette, dass Sie keinen, oder was heißt wette? Ich denke mal, Sie haben keinen Motorradführerschein. Und von daher auch keine Ahnung, wie überhaupt ein Motorrad zu fahren ist. Und ich bin jetzt bestimmt 20 Jahre nicht mehr Motorrad gefahren, weil ich es gesundheitlich auch nicht konnte. Und bevor ich jetzt wieder aufs Motorrad steigen würde, würde ich erstmal in die Fahrschule gehen. Und ich käme vielleicht mit 6 Stunden hin, um die Maschine wieder einigermaßen zu beherrschen. Aber ich würde mich da immer noch nicht mit trauen, großartig jetzt durch die Gegend zu fahren. Also ich würde nochmal richtig ordentlich Stunden nehmen bei einer Fahrschule, um mit dem Motorrad wieder umgehen zu können. Und Sie wollen jetzt, dass Leute, die noch nie auf dem Motorrad gesessen haben, vielleicht mal als Sozi, dass die jetzt selbst so ein Ding lenken. Und ich halte das für hundsgefährlich
Und das sollte tunlichst nicht geschehen. Nicht umsonst gibt es die Regelung, mit welchem Führerschein man was fahren darf. Also, liebe Leute, wie gesagt, ich kriege schon Zahnschmerzen, wenn ich Flipflops auf dem Motorroller sehe, geschweige denn auf dem Motorrad. Nur die Leute auf dem Motorrad haben wenigstens mal einen Führerschein gemacht und da hoffe ich immer, sie wissen, was sie tun. Auch wenn sie sich dann die Beine am Motor verbrennen, aber das soll nicht unser Problem sein. Aber Leute, die sich nicht vernünftig kleiden auf dem Motorrad oder auf dem Motorroller, falschen Klamotten anhaben und keinen Führerschein haben. Das ist für mich der größte Horror und ich erlebe es jeden Tag hier in der Stadt, gerade in der City, wenn ich sehe, wie wackelig die Leute mit dem Motorroller unterwegs sind. Und ich bin selbst auch Motorroller gefahren. Ich hatte auch mal einen gehabt und ich war echt froh, dass ich Motorradführerschein gemacht habe, währenddessen ich Motorroller gefahren bin, weil ich da erstmal gelernt habe, mit dem Ding umzugehen. Ja, also alleine Notbremsung, Panikbremsung, also eine Vollbremsung hinlegen, daran scheitern die meisten Flipflop-Motorrollerfahrer, die hier in Berlin fahren sie. Oder alleine das Abbiegen und dabei Bremsen. Die meisten betätigen die falsche Bremse. Wenn jetzt da ein Kind vorläuft oder ein Hund beispielsweise an der Leine ist und einmal Vollgas gibt, die legen sich auf den Appel, weil sie den falschen Hebel ziehen. Und ich sehe es jeden Tag, wie die Leute teilweise daran sich tierisch in die Hose machen, weil sie ganz einfach mit dem Ding nicht umgehen können. Und das ist die Gefahr dabei. Und deswegen sage ich zu dieser Idee von dem Herrn Scheuer, nein, danke. Also, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und denkt dran, immer ein Däumchen rauf da lassen. Ihr dürft den Kanal da unten auch gerne abonnieren. Würde mich sehr freuen und ja, dann noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.